Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir das Erbstück Gear vom Ork uns angucken. Und dazu bin ich schon mal auf meinem Ork geswitcht und habe mir gerade auch diese Questreihe erledigt. Hier haben wir schon mal das Set an. Das Schild und die Waffe gehören jetzt tatsächlich nicht dazu. Die habe ich einfach dazu getemockt, dass das ein rundes Bild gibt. Aber die Ausrüstung, muss ich sagen, sieht so schon mal relativ cool aus. Und auch ähnlich wie bei Menschen gibt es nicht nur eine Farbvariante, sondern insgesamt drei Stück. Wir haben jetzt einmal die, die ich gewählt habe, diese ein bisschen rötliche. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen runter. Hier müssen die drin sein, genau. Also das ist die erste Variante, die ich hier jetzt auch gerade aktiv habe. Dann gibt es die zweite Variante, die ist so ein bisschen bläulicher gehalten. Und die dritte Variante ist quasi hier so ein bisschen in dunklem Braun, Schwarz, so in die Richtung. Sehen alle drei ganz cool aus. Ich finde die rote, wie gesagt, am besten. Und ja, um das Ganze sich holen zu können, braucht ihr als allererstes einen Char, der Ork sein muss. Minimumstufe 50, also ihr könnt es zwischen 50 und 70, könnt ihr euch frei entscheiden, aber Minimumstufe 50. Und dann müsst ihr natürlich bei Ogrimmar noch einen ehrfürchtigen Ruf haben. Da bietet sich an, wenn ihr das nicht habt, den Wappenrock von Ogrimmar zu holen. Den gibt es einfach hier oben, quasi sind ein paar Händler und der Ork-Händler hat quasi den Wappenrock. Dann geht es in alte Instanzen. Ich würde euch empfehlen, in die Botanika zu gehen. Also sprich einmal in den Nethersturm, das ist in der Scherbenwelt. Und dann hier oben die Botanika. Da einmal ein paar Mal durchflitzen. Ich habe es vorhin gemacht mit dem 3500, 3600 Ruf pro Run kriegt man. Dauert 2-3 Minuten. Da ist man sehr schnell mit dem Ruf oben. Also das geht echt richtig zügig. Und ja, sobald ihr das gemacht habt, kriegt ihr dann eine Quest hier in Ogrimmar. Die dauert, denke ich mal, so eine halbe, vielleicht dreiviertel Stunde, je nachdem, wie viel euch an Zeit lasst, die Dialoge auch noch alle mitzulesen. Und am Ende habt ihr dann eine coole Ausrüstung und es gibt zusätzlich auch noch eine Toy, wie ich gesehen habe. Ich würde sagen, das sind jetzt genug der Erklärungen. Ich hänge euch die Questreihe hinten ran. Ich habe da einmal die durchgespielt, habe so ein bisschen die Wege zwischendrin gecuttet, um es nicht ganz zu lang zu werden zu lassen. Wenn ihr das euch angucken wollt, könnt ihr das jetzt gerne tun oder euch das einfach gleich selber spielen. Das ist, sind eigentlich im Endeffekt einfach nur ein Haufen Quests und dementsprechend einige Dialoge dazwischen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, ist, denke ich mal, auf jeden Fall wert, das einmal durchzuspielen. Gut, dann entlasse ich euch in die Questreihe und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. So, dann schauen wir uns mal die Quest an. Und zwar bin ich jetzt hier schon in Ogrimmar. Das Ganze geht los in dem Hauptgebäude hier in der Mitte. Wenn ihr mit einem Char die Pre-Quest wollt, dann müsst ihr halt erst die Voraussetzungen erfüllen. Ne? Wie gesagt, auf Stufe Minimum 50 mit einem Ork-Char und dann dementsprechend bei Ogrimmar einen ehrfürchtigen Ruf. Ihr müsst dann nochmal aus- und einloggen und dann poppt die Quest auf, einen Ruf nach Ogrimmar. Falls ihr wie ich auch Questsammler seid und die haben wollt, das ist aber nur eine Breadcrumb-Quest. Ihr braucht die nicht unbedingt, ihr könnt auch einfach so zu Aitrin gehen. Da gibt es dann einfach ein Ausrufezeichen auf der Map und holt euch dann dementsprechend die Quest. Das machen wir jetzt, wir geben jetzt hier einmal den Ruf einmal ab und dann kommt Heilung unseres Volkes und mit der könnt ihr auch ohne Breadcrumb-Quest quasi starten. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen einmal nach Altrak gehen und dementsprechend... Wenn ich an unsere Niederlagen denke, denke ich an das Kushark. Zweimal jährlich versammelten sich die Clans, aber die Tradition endete mit Draenor. Ich sprach mit Sauerfang darüber, sie weiterzuführen, lange vor dem vierten Krieg. Wir haben keine Zeit für tote Traditionen, sagte er. Damals hatte er recht. Aber vielleicht ist die Zeit jetzt gekommen. Mal den Sound noch ein bisschen höher gestellt, dass wir das auch vernünftig hören. Praktisch, dass es hier ein Portal gibt, ne? Das mag ich immer, wenn Blizzard sowas macht. Okay, wo sind wir jetzt? Ah, wir sind in der V. Interessant. Grüße. Was haben wir denn da? Da ist auch der Galvanar, oder wie der heißt. Direkt gut. Da ist da vorne. Galvanar, so heißt der. Das ist, glaube ich, der Boss, der hier in der Hütte drin war, ne? Jetzt gehen wir mal zum Drektar. Ja? Kraft und Ehre. Tromka! Tromka.
Ein schickes Mount. Agra? Etrick. Wir sind mit den Kindern hier, um Drektar zu sehen. Sag hallo, Resi. Ach, sie ist so schüchtern. Kommt, Drektar und Thrall sind drinnen. Können wir ein bisschen streicheln. Ich wusste gar nicht, dass die eine Tochter haben, ne? Das muss ja dann die Tochter von Thrall sein. Kein Grund zur Sorge, junger Durak. Nach eurem Omrigor wird sich euch euer Pfad offenbaren. Bist du nach deinem Omrigor Schamane geworden, Vater? Ich habe das Omrigor nicht abgeschlossen. Wie hast du dann deinen Pfad erkannt? Agra und Etrick, was führt euch hierher? Moment, das ist der Sohn und das ist die Tochter von Thrall? Okay, ich habe anscheinend einiges nicht mitgekriegt und der Schafseher Drektar hat jetzt einen Rollstuhl, alles klar. Ja, das ist ein AV bestimmt nicht mehr so ein krasser Boss, wenn er jetzt im Rollstuhl hockt. Okay, gut, dann quatschen wir mal mit einem Rollstuhl-Show. Die Winde sprachen von eurer Ankunft. Ich fürchte, unser Volk hat die alten Wege verlassen. Wir haben die alten Traditionen vor langer Zeit aufgegeben. Ich wünschte, es gäbe wieder das Kosharg. Ihr habt recht. Es ist lange her. Zu lange. Viele Orks fühlen sich nicht länger einem Clan verbunden. Darf ich? Wir könnten mehr anbieten als nur ein Treffen. Die Tradition des Omrigor war nie genug. Viele hatten nie die Gelegenheit, teilzunehmen. Ich schlage einen neuen Initiationsritus vor, der die Jagd lehrt, aber auch ihre Bedeutung für die Orks. Ein Omgora, einen Ritus der Ehre. Ein Ritus für alle erwachsenen Orks, auch euch, Goel. Ja! Ich habe euch aus einem bestimmten Grund hergebeten. Ihr seid alles, was ein Ork erstreben sollte. Ein Vorbild für andere. Ihr solltet diesen neuen Ritus als erstes abschließen. Eine Ehre, aber eine, der ihr euch erst beweisen müsst. Nehmt ihr die Herausforderung an. Seid gewarnt. Ich mag alt sein, aber ich habe immer noch die Macht der Elemente. Okay. Ist das jetzt ein Kampf oder wie? Kämpfen wir gegen den Rollstuhl-Show? Schauen wir mal. Minis Roll finde ich ja auch ganz putzig. Aber der hat auch quasi so eine braune Haut wie Agara, ne? Weiß nicht, ich würde da mal einen Vaterschaftstest machen, wenn ich das Thrall wäre. Sagt mir, was seht ihr? Erlebt die Macht der Frostwölfe und die Stärke der Elemente. Jetzt müssen wir anscheinend die beiden Hunde besiegen. Ich habe hier einen relativ mistig equippten Char. Ich habe mir jetzt ein bisschen Gear aus Ceramortis geholt. Ne, der ist ja nur Stufe 60. Heißt, das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis wir die umklopfen. Naja, okay, da. Naja, obwohl es geht sogar. Ne? Das hat er jetzt 233. Ich habe leider keinen Max-Level Ork-Char. Dementsprechend musste ich jetzt auf den zurückgreifen. Aber das sollte es für die Quest, denke ich mal, auch tun. Ich hab ja hier noch. Achso, die muss man nicht töten. Drakan. Gut gemacht. Ich bin noch nicht fertig. Elemente, hört meinen Ruf. Zeigt mir eure wahre Stärke. Achso, ich muss die Totems zerstören. Ah.
Jetzt steht er halt in seinem Rollstuhl, ne? Bei der Sicherheitsunterweisung wird da jeder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Da würde ich mal aufpassen mit. Jetzt habe ich blöderweise hier das Ding gezogen, als die Wölfe fast down waren. Ich spiele auch kaum einen Ork, muss ich gestehen. Oder einen hier diesen, ne? Ob ich da alle Zauber rausgezogen habe. Naja, sieht halbwegs gut aus. Das war großartig. Ihr seid in der Tat würdig. Aber diese alten Knochen bringen mich nicht mehr nach Kalimdor. Ein anderer wird über das Koshark wachen. Wenn ich den Ritus abschließen soll, kann ich nicht. Ihr nicht, Agralan. Ich? Eure Stärke spricht für sich. Ihr seid mehr als bereit, Scharfseherin. Ein lange überfälliger Titel. Ich fühle mich geehrt. Ich dachte mir jetzt gerade, wer ist Agralan? Aber anscheinend ist es die Agra nur die Kurzform, das wusste ich jetzt auch nicht. Okay, quatschen wir mal mit Thrall. Ah, wir kriegen Ruhestein. Ach, Blizzard. Ich sag's euch. Mittlerweile denken sie mit, du kriegst ein Portal, du kriegst einen Ruhestein. Das ist sehr angenehm. Früher, wenn du so Quests gehabt hättest, wo du ans Ende der Welt musst, hättest du erstmal eine Dreiviertelstunde hin müssen, 5 Minuten quatschen, wieder eine Dreiviertelstunde wohin fliegen. Mokra? Mögen die Ahnen über euch wachen. Interesting. Ich habe vor dem Koshark noch viel zu tun. Bringt bitte Durak und Resi zum Klingenhügel, wenn es euch nichts ausmacht. Ich bin sicher, Durak hat euch viel zu erzählen. Sagt, was ihr denkt. Mutter! Wir sehen uns beim Koshark. Ah, okay, wir kriegen hier eine Mitfahrgelegenheit, so wie es aussieht. Mokra? Ein neuer Initiationsritus. Seid ihr aufgeregt? Ich schon. Drektar sagte, ich würde im Ritus meinen Weg erkennen. Ich soll keine Angst haben. Aber ich bin nicht dumm. Alle erwarten von mir, Schamane zu werden. Was, wenn die Geister nicht zu mir sprechen? Was, wenn ich kein Schamane werden will? Ganz ehrlich? Ich hoffe, es löst etwas in mir aus, wenn ich euch beim Ritus zusehe. Vielleicht zeigt mir das meinen eigenen Weg. Aber nur keinen Druck. Nee, alles easy. Na gut, wenn der Vater ein Schamane ist, die Mutter ein Schamane ist, ne? Schwierig. Wir sind da. Ich passe auf Resi auf. Ihr solltet meine Mutter aufsuchen. Blut und Donner. Das ist der Holger? Holger Sturmaxt, alles klar, das ist ein Name. Ja, wenn der Holger auch da ist, dann geht was. Seid gegrüßt. So, wo ist jetzt die Mutter? Ah, da haben wir sie. So kämpft denn wohl. Nee, warte mal, das Gespräch wollen wir schon anhören. Ich, Scharfseherin Agralan von den Frostwölfen, rufe die Clans. Sind sie versammelt? Die Clans sind versammelt. Wir folgen dem Ruf. Ich rufe unsere Vorfahren. Mögen sie dieses neue und alte Treffen segnen. Mokra. Das erste Koshark von Azeroth hat begonnen. Und mit diesem Treffen beginnt ein neuer Initiationsritus. Das Omgora. Diesem Champion gebührt die Ehre, ihn als erstes zu bestreiten. Mögen die Geister euch führen. Möget ihr in Ehre gehen. Ach, jetzt backt die hier. Okay, Moment, müssen wir kurz weg und wieder ran. Ah. Das Omgora. Ritus der Ehre. Errungen durch 3 Segen. Des Clans, des Landes
und der Ahnen. Hm, interesting. Geil. Wenn ihr die Clans sind wieder vereint, wählt einen Clan, dessen Champion ihr im Umgora sein wollt. Mokra? Ah, okay, da kommt. Die Prüfung beginnt auf dem Donnergrat. Mögen die Ahnen über euch wachen. Kommt jedes Mal ein Dialog, wenn man eine Quest annimmt. Haben wir, glaube ich, eine übersprungen. Sagt, was ihr denkt. Mutter, darf ich bei diesem Teil des Umgora dabei sein? Wie du wünschst, Durak. Komm nur niemandem in die Quere. Aber sicher doch. Aber sicher doch. Okay, also wir wissen schon, der kommt uns definitiv in die Quere, der Kollege. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen einmal hier oben hin. Da haben wir dann was zum Abgeben. Und wir müssen einmal einen Clan auswählen. Schauen wir mal, welcher der coolste Clan ist. Eigentlich ist der Kriegshymnen-Clan ein cooler Clan. Was haben wir denn hier? Das Kriegshymnen. Drachen mal. Ja, Eitring, was, wovon ist Eitring? Schwarzfels? Das war alles Frostwolf. Komm, der Kollege hat die coolste Rüstung, wir nehmen den. Puh, das ist unehrenhaft, warum soll ich mich euch anschließen? Okay, der sagt, wir haben recht. Was braucht ihr? Na komm, wir nehmen den Typen. Seid ihr sicher? Hm, interesting. Plan ausgewählt. Ich glaube mal 90% nehmen, wenn dann Thrall oder Eitring. Jetzt dachte ich mir, ich nehme mal ein bisschen eine andere Wahl. So. Geht mit Ehre. Interesting. Grüße, Kommandant. Moment. Das, wahrscheinlich ist es so, dass jeder eine eigene Quest hat, wenn ich... ...eine Trophäe von eurer Jagd mitzubringen und euer Gesicht mit dem Blut eurer Beute zu färben. Und es ist euch verboten, eine Rüstung zu tragen, bis Gorkrosch erlegt wurde. Geht mit Ehre. Was ist denn da los? Ah, okay, ich bin jetzt hier nackig, aber ich habe trotzdem Gear an. Also das passt. Ich dachte mir jetzt gerade, die haben mir mein Gear geklaut. Okay. Ich habe nicht gewusst, dass ich dem Nudistenverein hier beitrete, indem ich die Quest annehme. Klagen, das, der Kochkunst? Ist das eine Quest, die hier dazugehört? Raus damit! Kraft! Sein Buch ist im Gasthaus? Dann los! Okay, kochen habe ich anscheinend schon gelernt. Ah, das gehört hier dazu. Ich suche hier! Blick, ich habe schon gefunden. Oh, ihr habt es? Gute Arbeit! Ich merke schon, der ist ein Klotz am Bein, der Typ. Super. Das sind so wie die, wenn die Gruppen, wo du reinschaust, wo du alle Arbeit machst und dann irgendeiner dabei ist, der eigentlich dich mehr auffällt, als er das erbringt. Genau so ein Typ ist der hier. Vorwärts zum Sieg. Für die Horde. Interesting. Oh, wir brauchen eine Menge. Ich schreibe eine Liste. Ach du Scheiße. Ah, wir haben irgendwas Kochkunsttechnisches gelernt. Schau mal an. So, aber das liegt hier anscheinend alles rum, oder? Ja, das sieht gut aus. Der Kerl da drüben wirkt etwas zwielichtig, aber wir sollten uns ansehen, was er verkauft. Wisst ihr, der sieht aus wie Garrosch, bloß mit einer Brille auf, tatsächlich. So, was brauchen wir jetzt alles von dem? Steht das jetzt hier dabei? Hat jetzt hier einiges an Zeug. Jetzt hier nicht dabei, dass ich irgendwas Bestimmtes brauche. Pass? Ne, das sehe ich hier nicht. Steak. Salz brauchen wir. Ne, das ist auch nicht das Salz. Wisst ihr, was wir machen? Wir holen uns jetzt erstmal alles andere, was hier rumliegt, und dann kann ich es einschränken, bis ich das jetzt da alles gucke. Kommen Viecher raus, die muss man eintüten. Ah. Was braucht ihr? Einer dieser Fischer sollte den Lachs haben, den wir brauchen. Ah, das ist ein Questgegenstand, okay. Zieht in Ehren. Ah, da muss ich mehr Sachen beim Händler kaufen. Okay, da muss ich eigentlich immer die Questgegenstände nur kaufen, okay. Das ist auch ein Questgegenstand. Hier auch. Ah, daran sieht man es immer. Da muss ich mir nicht alles durchgucken.
Streiten die beiden sich über Bier? Erwachsene sind komisch. Es gibt kein Geld zurück. Okay, sonst? Jetzt brauche ich eigentlich noch den einen Händler da hinten, oder? Doch, nee, hier ist nur einer. Das ist Nula aus Garadar. Sie hat Talbuk-Fleisch. Talbuk-Fleisch. Okay. Was sucht ihr? Brauchte ich nicht. Ah, hier steht Questgegenstand dran. Das ist alles. Jetzt müssen wir es nur kochen. Ach, bleib doch da jetzt hier, Kollege. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ach so, da steht, ich dachte mir gerade, da war irgendwas in Rot gestanden. Das finde ich unter klassische Kochrezepte eigentlich ganz gut, dass ich zumindest mit dem Char grundsätzlich mal kochen habe. Klassisch, okay. Ah, das ist orkische Küche, okay. Also das müssen wir jetzt umwandeln. Ja gut, ich muss von allem drei herstellen, das scheint zu passen. Den brauche ich nur zwei, okay. Und dann kann ich das große mitbauen, okay. Ich frage mich, ob ich die Kochrezepte wieder verlerne. Ich bin ja auch alles mögliche an Rezepten am Sammeln. Und da muss ich mal gucken, ob die dann bleiben, die Rezepte tatsächlich. Gut, das haben wir fertig. Achso, das muss ich noch bauen, das Epische. Okay, das müssen wir jetzt irgendwo platzieren, das Fest mal. Anscheinend da hinten, oder? Das riecht köstlich. Essen die Toten wirklich? Ah doch, das muss man anscheinend vor der Stadt platzieren. Ihr habt es getan. Wie wissen wir, ob es geklappt hat? Eure Gabe ist würdig. Ihr habt euch unseren Segen verdient. Schau mal an. Eure Taten die Orks weiterhin zu Ruhm. Baufeng haben wir. Führen. Uruta ist da. Könntet ihr Draka. Edric sagen, dass er recht hatte. Und sagt Thrall, es macht mir Mut, ihn aus seiner Isolation geholt zu haben. Und ihr, Durak, Sohn von Thrall. Ich? Ihr werdet euren Pfad zur rechten Zeit finden und er wird euch zu Großem führen. Ich gebe mein Bestes. Hab Dank. Geht in Ehre. Immer. Also es ist cool, dass die ganzen berühmten Orks da sind, aber sowohl Durotan als auch Draka sind ja hier nicht gestorben. Wo ist Varrok gestorben? Doch, der ist vor OG gestorben. Broxigar, der ist doch irgendwie durch das Dämonenportal gegangen, oder? Garrosh ist, glaube ich, in Draenor abgenippelt. Ogrim Schicksals haben wir, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich weiß jetzt nur, warum die Geister quasi hier von dem Friedhof kommen, wenn die da gar nicht gestorben sind, aber gut. Was ist gerade passiert? Vater spricht oft über Sauerfang. Er vermisst ihn. Sagt, was ihr denkt. Geben wir das mal ab. Über euch wachen. Gut, das war jetzt das erste Ding. Dann würde ich sagen, fliege ich jetzt mal. Ich fliege erstmal nach oben. Ich habe immer noch kein Gear an, ne? Sind wir immer noch nackig. Na gut. Aber das bringt sogar EP für den Char. Kann ich sogar noch ein bisschen leveln nebenbei. Okay, wir müssen jetzt einen Geist hier oben suchen. Steht da noch was drin? Okay, also wir müssen den Geist tun, um den Segen des Landes zu erhalten. Jetzt gucken wir mal. Donnerechse, oder? Wie es aussieht. Interesting. Okay, jetzt müssen wir Sachen sammeln. Altes Samenkorn. Muss man natürlich unter Wasser gucken. Ah, habe ich einen Schwimmbuff. Sehr schön. Da hat Blizzard wieder mitgedacht. Sonst hätte ich mir jetzt das Ding rausgesucht. Oh, da sind Mobs, die mich angreifen. Schauen wir jetzt, dass wir das möglichst schnell machen.
Wann wir die? Ich denke mal, die Mobs muss ich nicht unbedingt töten. Mal einfach davon, machen nur die Dinger auf und gut ist, dann sind wir hier zügig durch. Na, weiß ich nicht, vielleicht klappt das doch nicht. Ah, doch, die einen resetten schon. Sehr schön. Zwei Stück. Ich habe leider den anderen Stun nicht mitgeskillt, ne? Also da gibt es ja noch so einen zweiten, so einen EAE-Stun. Ah, easy. Ah, shit, da komme ich nicht raus. Vielleicht war das jetzt doch nicht so gut durchdacht. Jetzt das Zeug zurückbringen, so wie es aussieht. Ah, okay, die Samen platzieren wir einmal und jetzt, was passiert? Ah, da haben wir den Geist. Wiederkehren, wenn es an der Zeit ist, okay. Gut, wir haben jetzt den Dank von dem Geist, dann fliegen wir wieder zurück und dann haben wir jetzt noch eine Aufgabe, wenn da jetzt nichts mehr kommt. Die langen Messer, okay, okay. Schauen wir mal, was da unten so Tolles gibt. Frag mich halt, ne, ob man, wenn man, je nachdem welchen Clan man auswählt, ob man unterschiedliche Quests dann bekommt. Weil dann muss ich noch ein paar mehr Ork-Chars hochziehen, um die ganzen Quests zu kriegen. Da muss ich mal schauen, wie das dann genau aussieht. So, bis wir jetzt da runter sind, skippe ich jetzt hier mal schnell. So, jetzt sind wir da unten im Startgebiet. Jetzt schauen wir mal, was das hier mit den langen Messern auf sich hat. Seid sicher. Vorwärts zum Sieg. So, wir müssen jetzt Hinweise finden. Jetzt schauen wir mal. Bequatschen wir mal die Kollegen. Ah, wir müssen einfach nur zuhören, okay. Was der zum Sagen hat, was hier passiert. Tut mir nicht weh, okay. Nee, hab ich nicht vor. Rückt nur mit den Infos raus, dann gibt's hier keine Schmerzen. Ein Abdruck. Kraft und Ehre, Dabu. Interesting. Ah, das ist anscheinend auch eine Quest, die hier dazugehört, ne? Den Sack mit Äpfel hinterbringen. Okay, jetzt gucken wir mal. Mokra. Für die Horde. Den ich hatte doch. Oh nein. Ah, anscheinend ist irgendwer gerippt, ne? Der den Sack eigentlich bringen sollte. Jetzt brauchen wir noch ein Hinweis. Raus damit. Okay. Interesting. Kraft. Interesting. Okay, wir müssen der Spur folgen, aber wo ist die Spur? Ah, okay. Heißt, wir müssen dahinter fliegen für die Spur. Sehen wir uns gleich wieder da hinten. So, ich habe jetzt gesehen, dass hier auch tatsächlich eine Wildtierspur ist. Also da waren lauter so Punkte auf der Map auch, wie ihr hier seht. Aber wir haben ja quasi einfach das Ende gesehen, von dem her, ne, muss man da jetzt gerade gar nicht großartig gucken. So, jetzt klicken wir hier mal drauf. Wir müssen jetzt irgendwie ihn töten. Ah, da kommt ein Dino. Okay, I see. Ich habe meinen Buff gar nicht drauf, sehe ich hier, ne? Beim Druid passiert mir das auch ständig. MDW nicht gebufft und so. Na, das ist immer so eine Sache. Ich weiß gar nicht, ob es hier sonst Raptoren gibt, ne? Ja, obwohl, die... Ich glaube, die Trolle haben ja Raptor-Mounts, ne? Also wird es hier schon welche sein, welche geben. Und mit so habe ich hier keine rumlaufen sehen. Vor allem so ein Albino-Raptor nicht. Gut, haben wir den down. Und jetzt... Ach, das Blut müssen wir auch noch eintüten, okay. Gut, dann müssen wir einmal zurück. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, dass ich jetzt den Buff drauf habe, mit frischem Blut bemalt, ne? Aber leider ist der Char nicht mit Blut bemalt, das wäre jetzt noch ganz cool gewesen. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen näher ran. Jetzt geben wir es mal ab, das Ganze hier. Was ihr denkt.
Mögen die Ahnen über euch wachen. Geht mit ihnen. Unser Champion hat das Omgora bestanden. Lasst uns ein Festmahl ausrichten. Lokta! Ach so, jetzt, ich dachte mir, es kommt eine Cut-Sequenz, ne? Ach so, ich muss jetzt das Festmahl genießen, indem ich hier einfach alles wegfutter, ne? Seht ihr, ich habe an der Seite so eine Leiste. Ach du Scheiße. Das geht nicht gut aus. Ich dachte mir schon, die Leute haben bestimmt keinen Bock, dass ich hier quasi ihnen alles wegfutter. Hab ich, warum haben meine Zauber jetzt alle so ewig Cooldown? Oh boy, weil ich wahrscheinlich so besoffen bin. Scheiße. Kennt ihr das Phänomen, wenn man quasi in WoW so einen Haufen alkoholische Getränke zu sich genommen hat? Dann, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher ist das Level der Gegner niedriger gewesen, ne? Weil man sich also, um diese Selbstüberschätzung darzustellen, wenn man quasi was getrunken hat. Und ich weiß noch damals, als ich das erste Mal rausgefunden hatte, damals in Wottl oder so, da haben die Leute bei mir im Raid vorgeschlagen, dass sich alle vom Raid einen Haufen Alkohol reinhauen, weil die Mobs niedrigeres Leben haben und man dann quasi einfach gegen die kämpfen kann, ne? Dass das natürlich nur einem vorgegaukelt wird und dass es nicht wirklich so ist, sollte ja eigentlich klar sein, aber die hatten da tatsächlich die Meinung, dass das so ist, ne? Und dass wir dann einen Vorteil im Raid haben. Naja. Nachdem dann einige Leute nicht mehr aus den Voids rausgelaufen sind, haben wir das schnell wieder gelassen. Vor allem, du läufst ja dann so komisch hin und her und so zickzack, das ist schon nervig. Siehst halt echt fast nichts mehr, ne? So, haben wir abgeschlossen, haben wir uns genug die Hucke vollgehauen. Jetzt noch machen? Ich muss mit irgendeinem Boss kämpfen. Was ist denn das? Wo haben wir den Schumerang? Achso, da sind die Dinger. Sturm. Ach du Scheiße. Das ist das ein. Ist das ein DK? Ach ja, das ist anscheinend einer, der auch die Quest hier macht. Okay, jetzt schmeißen wir den Schuh wieder drauf. Wir haben jetzt gerade nicht sicher, ob das hier so ein NPC ist, aber ich dachte mir gerade, der hat ihn doch irgendwie hier rangegrippt. Schaden? Nö, das tut einfach nur den Spell anscheinend unterbrechen, so wie es aussieht. Okay, den Boss müssen wir nicht töten. Jetzt können wir das Ganze abgeben. Was? Grüße für Azeroth. Lasst Ehre euch den Weg weisen. Ah, da gibt's auch einen Toy. Sehr schön. Sind wir stark. Dank euch allen, dass ihr uns ehrt, indem ihr hier seid. Als unser Volk von Draenor nach Azeroth kam, lag ein steiniger Weg vor uns. Auf dem Weg haben wir viele alte Traditionen verloren. Es wird Zeit, uns der alten Riten zu erinnern und unser Erbe stolz mit neuen Traditionen zu ehren. Dieser Champion hat das neue Omgora zuerst absolviert. Mögen kommende Generationen dem Vorbild folgen. Loktar. So geht das erste Koshak von Azeroth zu Ende. Mögen die geehrten Ahnen bis zum nächsten Treffen über uns wachen. Ja, war eine ganz coole Questreihe. Jetzt schauen wir mal, kriegen wir unsere Belohnungen. Grüße. Vom Eitrick. Haltet eure Waffen scharf. Da gab es wieder richtig viel Temok. Und ein Toll noch. Bei den Menschen gab es drei verschiedene Ausrüstungssets. Jetzt schauen wir mal rein, was wir hier so Schönes kriegen. Wo haben wir es denn? Vorlagen, Sets. Oh, es gibt auch drei Sets. Das sieht schon sehr cool aus, muss ich sagen. Vor allem mit diesem, was ist das, so ein Dino-Helm an der Seite? Jetzt ist das auch das Raptor-Ding. Okay, das Rote finde ich besser, muss ich sagen. Hier so ein bisschen bläulich.
Dann haben wir noch eins in schwarz. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das rote das coolste ist. Gut, dann timocken wir das doch jetzt gleich nochmal. Zum Abschluss. Wo haben wir mal das Jack? Jack Chirac einmal raus mit dir. Oh, das doch dann gleich mal timocken. Jetzt gucken wir mal. Plattensets habe ich ja zum Glück nicht so viele, also das müssten wir relativ easy finden können. Wahrscheinlich ist es wieder ganz vorne, oder? Das war bei den anderen auch so. Ah, seht ihr, da haben wir es. 1, 2, 3. Ich würde sagen, das nehmen wir mal. Und dann holen wir doch dann noch irgendeine Waffe oder so. Warte mal, schau mal erstmal, was wir für ein Schild haben. Irgendwas, irgend so ein Hordenschild haben wir doch bestimmt, oder? Irgendwas, was cool dazu passt. Ah, das ist... Oh, doch, ja. Ja. Ah, das passt schon echt ganz gut. Oder das hier. Das passt sogar fast noch besser, weil das aus Silber ist, ne? Da sind die Farben außen ein bisschen anders. Ich würde fast das hier nehmen. Ist zwar ein bisschen klein. Das ist eigentlich ganz cool. Naja, komm. Für die Schnelle. Jetzt schauen wir mal, was wir noch finden an Waffe. Eine Axt wird doch ganz gut passen, oder? Irgendwas, was so ein bisschen Ork sagt. Hat was. Was haben wir hier? Ich finde, die passt eigentlich ganz gut dazu. Jetzt schauen wir mal, ob ich noch eine bessere finde. Seite waren die andere, die ich gerade hatte. Na gut, jetzt müssen wir eine bessere finden. Die finde ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Irgendwas Cooles, was auch so ein bisschen so silberrot ist. Das macht nichts her. Ich glaube, die andere war schon ganz gut. Die war relativ weit vorne, ne? Die hier war das. Ja, komm, die nehmen wir doch. Easy. So, jetzt schauen wir uns das Meisterwerk an. Pack mir die Waffen nur aus. Ja, so halbwegs passt zusammen. Gut, dann sind wir jetzt damit zu Ende mit dem kleinen Video für die Heritage Armor vom Ork. Und ja, ich muss sagen, die Questreihe war relativ cool, auch alles schön vertont. Und jetzt muss ich dann noch rausfinden mit den Quests, ob das verschiedene sind, wenn man da verschiedene auswählt. Eventuell muss ich die ein oder andere Mal noch spielen. Und ja, dann sind wir fertig mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.